Hallo, hier ist Markus von Athletiktraining für Golfer. Jetzt im Winter ist die Zeit, wo die Golffitness mehr im Vordergrund steht, das technische Training und nicht so sehr das Spielen. Und da möchte ich dir heute einen kleinen Trainingstipp, einen Kniff zeigen, wie wir deinen Rücken beweglicher bekommen, obwohl wir an deinen Füßen arbeiten. Um jetzt zu testen, wie beweglich dein Rücken ist, machst du Folgendes. Du machst einfach mal eine Rumpfbeuge. Das heißt, du stellst dich hin, Füße geschlossen und dann versuchst du mit deinen Händen so weit wie möglich in Richtung Boden zu kommen. Merke dir jetzt die Stelle, an der deine Fingerspitzen so gerade rankommen. Vielleicht ist das schon der Boden, vielleicht ist es die Fußspitze, vielleicht ist es auch nur das Kniegelenk, weil dein Rücken besonders fest ist. Was ich jetzt möchte, ist, dass du, während ich weiter rede, Folgendes machst: mit dem Golfball auf den Boden legen, dann die Schuhe ausziehen und dann rollst du bitte einfach mit deinen Fußsohlen über den Golfball, während ich jetzt noch ein bisschen was erzähle zu dem Thema Beweglichkeit und Faszien. Das ist nämlich so, dass wir im Körper ja von Faszien durchzogen sind, also eine Art Bindegewebe, sag ich es mal ganz unwissenschaftlich. Und das letztendlich verbindet den ganzen Körper, verbindet die Organe und ist dafür zuständig, dass die Bewegungen auch geschmeidig ablaufen können, was ja für uns im Golf total wichtig ist. Und wie kommen wir an die Faszien ran? Das machen wir zum Beispiel mit solchen Techniken wie Blackroll-Ball oder mit einem Golfball, dass wir rollen. Um dir zu demonstrieren, dass das tatsächlich klappt, dass die Faszien zusammenhängen, rollst du mal noch einen Moment weiter. Eventuell merkst du, eine Seite ist was fester als die andere. Und diese Übung kannst du zum Beispiel auch zu Hause machen, ja, bevor du auf die Range fährst. Dieser Effekt hält ein bisschen an. Also könntest du das auch zu Hause im warmen Büro machen und müsstest dann nicht auf der Range die Schuhe ausziehen, was ja vielleicht bei der Kälte und sowas auch nicht so optimal ist. Okay, was gibt es da noch zu sagen? Die Faszien reagieren total auf Stress. Das heißt, wenn du einen stressigen Job hast oder gestresst auch zum Golftraining fährst, reagieren die darauf, dass sie zusammenziehen. Und wenn die sich zusammenziehen, haben wir natürlich weniger Beweglichkeit und das macht uns das Leben als Golfer wieder was schwieriger. Okay, wir haben jetzt so knappe anderthalb Minuten, glaube ich, gerollt. Das sollte reichen. Ich möchte, dass du dich jetzt wieder geschlossen mit den Füßen hinstellst und versuchst, weiter runterzukommen. Und, hat geklappt? In der Regel sollte das jetzt schon einen spürbaren Effekt gehabt haben, dass du nämlich weiter runterkommst. Und das ist ja auch eine Sache der Beweglichkeit im Rücken. Wir haben aber gar nichts an deinem Rücken gemacht. Verrückt, oder? Wenn du noch mehr solche Tipps, Tricks und Kniffe haben möchtest und die passenden Übungen, um dir eine super Beweglichkeit jetzt im Winter anzutrainieren, dann habe ich eine Empfehlung für dich. Es gibt seit heute das Buch Schmerzfrei Golf spielen bei iBooks im Apple Store oder auch als PDF-Download erhältlich. Es ist ein Buch mit über 120 Seiten, vollgepackt mit Übungen, allem Wissen, was ich habe an Beweglichkeit und Faszientraining. Und das Schöne ist, zu jeder Übung findest du ein eigenes Video dabei. Ich zeige dir also, wie die Übung funktioniert, erkläre dir, wo du darauf achten sollst. Und das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr toller Ratgeber, tolles Nachschlagewerk. Also, ich hoffe, du hast ein bisschen deinen Rücken jetzt beweglicher machen können, obwohl wir an den Füßen gearbeitet haben. Hast Spaß bei dem Video und hast jetzt ein schönes Golftraining. Ciao.